Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Spieltrieb TV zu einer weiteren Folge Echo Prime. Denn es gibt nichts anderes großartig zu spielen, Neues irgendwie auf den Markt und somit spielen wir weiter. Letzte Folge war etwas kurz, muss ich feststellen. Aber ich wollte eigentlich ganz schön abgrenzen mit den einzelnen Gebieten. Somit kümmern wir uns heute mal um die achte Levelstufe. Verteidige einen. Dann fand ich gegen die Angriffe von Außerirdischen. Ups, boah, wenn du meinst. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Wir haben ja jetzt ein paar mehr Möglichkeiten. Ich finde aber, wie gesagt, der Statikkäfig ist auch noch interessant. Wir müssen ein bisschen gucken, weil wir haben ja jede Menge Tagesbonus, die immer Eckepunkte mehr gibt. Ne, Eckepunkte, das ist ganz wichtig. Aber irgendwie finde ich da jetzt auch nichts, was mich jetzt unbedingt. Was waren diese Stimulanz-Dings nochmal? Sofort ihr möchtet die Heilung 30 Sekunden Ablenkzeit. Fügt eine kurze Zeit hinzuziehen können Ablenkzeit. Finde ich netter. Mit dem Brennschlag fand ich das nicht so schön. Aber wir lassen es einfach so. Wir lassen es einfach so. Ja, wir lassen es einfach so. Oh, ist jetzt rausgenommen. Boah, Gott sei Dank haben wir den zufällig noch gesehen. Stärken tun wir ihn noch nicht. Ja, schön. Energie brauchen wir eigentlich nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Na egal. Ist halt Zufall. Und ich habe wieder vergessen umzuschalten, dass ich nicht automatisch auswechsle. Das vergesse ich jedes Mal. Das soll kein großes Problem sein. Easy going, easy. Op, 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 op. Joseph, schau, man hört gar nicht, wie die haben einen ziemlich lustigen Sound. Das hören? Das ist irgendwie, das ist ein lustiger Sound, gefällt mir. Das war leicht. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich glaube, bald ein Level aufgestiegen. Nope. Yeah, Levelaufstieg. Die regen sich noch nicht mal. Ja, es ist ein bisschen Ort, wie es so schön im Englischen heißt. Bisschen scheiße, hier so spät reagieren. Wenn man trifft, haben wir so eine gewisse Latenz. Also bevor die anfangen loszulaufen, dauert es ein bisschen. Soll uns nicht weiter stören. So einfach haben wir es. Hupp, hab ich getötet. Lol. Wow. Deshalb mache ich das Statikfeld so schön, so gern, weil es halt einfach, ups, nur so viel ausweichen. Weil man so wunderschön wirklich sehr viele Gegner einschlafen lassen kann. Und das auch sehr lange, hat ja gesehen, ihr seid sehr lange jetzt in diesem Statikfeld gefangen.
Ne, man sieht, wie dann die kriegen aber noch Schaden ab, also das ist schon. Killcam, juhu! Das war leicht. Mal gucken, was im Speicher drin war. Natürlich Geld, wie immer. Ja, 600. Das war nicht schwer. Jo, dankeschön. Nomadenbrutstätte oder die Inselanlagen. Ach, was ist denn das hier für ein Zeichen? Optional. Zerstöre ein Nest voller Madeneier. Klingt jetzt nicht sehr lecker, aber naja, sind ja mal nicht so. Lebensaufsauger, das ist nett. Madeneier zerstört. Oh, okay. Ich muss also in Zeit. Das ist tatsächlich mal anstrengender. Hey, Anspruch. Mit 30 Sekunden. Noch eins. Los. Oh, das ist einfach. Keine Gegner mehr. Schade, jetzt kam man zum Anfang ein bisschen. Dachte ich so, na, das wird zum Ende vielleicht richtig knapp. Schade. Ich finde, die gehört die Levels ruhig ein bisschen. Echo. Oder Ausrüstung? Können wir beides machen? Versuchen wir beides zu machen. Ich habe zwar keine Ahnung, aber. Manchmal bekommt ihr nach einem Nahkampf eine kurze. Linke Maus dazu halten, mit dem Boden ziehen und dann kurz eine Spur, bla. In Deutschland zu 50 Sekunden. Na super. Aber nichts von gebrauchen eigentlich. Aber wirklich gar nichts. Hier kann alles möglich sein. Alles Mögliche sein. Ja, was ganz gut ist. Du musst richtig die Überwaffe schlechthin. Legendaries. Wow. Gibt's hier was umsonst? Was hat der denn? Hat der mich angestürmt? Ist ja süß. Die haben mich angestürmt, oder? Habt ihr auch gesehen? Was soll sowas denn? Wird nicht geschossen. Kann man vergessen. Ach, die fliegt um mich herum in der Eisexplosion vorne. Das ist ja noch beschissener, als ich dachte. Wupp. Wie hast du denn überlebt? Komm her, du Space Made. Ich finde ja ein paar mehr, aber Gegnertypen würden dem Spiel echt gut tun. Ich hoffe, da kommt noch was, weil 80, 90 Level, sondern immer dieselben. Das ist ja auf Dauer auch ein bisschen sehr eintönig. Braucht definitiv ein neues Schwert. Ah, muss mich kurz kratzen.
Ich will gerne wissen, wo die von hinten immer herkommen. Übersehe ich die oder? Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Ein Diagnosevisier. Okay, also auf jeden Fall brauchen wir. Was ist ein Diagnosevisier? Fernkampfkraft ist natürlich für den Arsch, ne? Das ist schwächer, das ist nicht gut. Das sind alle schwächer. Na super. Na ja, gut, dann rüsten wir das aus. So, wir haben gesagt, ein neues Schwert brauche ich, sonst komme ich hier nicht mehr zu Rande. Giftschaden, kritischer Schaden plus und Verteidigung minus 40. Ja. Das muss zugeben, das gefällt mir nicht. Ist irgendwie jetzt nicht nett. Wie sieht es mit Waffen aus? Können wir da jetzt irgendwie was? Ne, brauchen wir Level 10 für. Wie sieht es denn mit Armor aus? Mit dem kleinen Armor. Bewegungsgeschwindigkeit, Ausweichdistanz. Boah, Verteidigung plus 100. Uhu. Plus 60, Feuerresistenz, Giftresistenz. Brauchen wir eigentlich nicht. Plus Leben. Aber nur 30. Ich weiß nicht, ich finde die am besten. Ich kann sie mir auch kurz lang leisten. Rüsten wir gleich aus. So, und das sind diese komischen Booster. Aber da können wir uns leider gerade nichts leisten. So, haben wir abgeschlossen. Können wir es hier nochmal machen? Nö, doof. Was jetzt? Ach so, irgendeiner von den Dingern, die wir hatten, sind jetzt abgerüstet, ist jetzt aufgestiegen. Nur welcher war das? Ach, der hier. Ja. Ja, ich alles schon. Ja. Nun ja. Gut, das war's hier schon. Dann machen wir die Kampfsimulation. Hoffen wir auf was Vernünftiges. Verteidigung. Verteidigung klingt gut. Oh, die Rüstung macht schon ein bisschen was mehr her. Dass nur die lahmen Maden hier sind, das ist alles noch kein Problem. Ey, Jungs, das so mal nicht, ne? Also so mal nun gar nicht. Du auch nicht? Oh, stimmt doch mal. Dass der mal aufhört anzugreifen, das ist ein bisschen, es gibt nämlich keine richtige Aus... Man sieht leider keine Ausdaueranzeige, dass man irgendwie sagen kann, wow, weg. Weg. Ich glaube, das ist mein Statikfeldwehr. Schon die beste Fernkampfwaffe und kommt trotzdem nicht hin. Hey, der Anspruch wächst. Eben gerade beschwere ich mich noch. Klassische Kiten. Du sollst nicht in den Nahkampf gehen, was würde ich so gerne abschalten.
kurz einen Überblick hier verschaffen. Da können wir sehen, wie gut die Verteidigung, wie wichtig die Verteidigung war. Gehst du wohl? Wow! So, einfach den weg hier. Gott, die können ganz schon was abschauen, muss man ja feststellen. Statikfeld, Statikfeld. Gottes Willen, da schieße ich ja 3 Stunden drauf rum. Ja, yeah, Welle 11. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Gibt's hier was umsonst? Müssen wir hier Platz schaffen, sonst kommen wir ja gar nicht zu Randy hier. Geht doch. Au. So, mal ein Großteil von den Idioten da weg. Das ist ein bisschen langweilig jetzt, aber ich kann mich da jetzt auch nicht reinwagen, weil eigentlich will ich. Die töten sich alle selber, Gott sei Dank. Deswegen, ich lag die im Grunde ihre eigenen Minen ja rein. Das machen die aber schon massiv Schaden, also. Das klappt aber überraschend gut, ne? Also ich brauche nur im Kreis laufen. Heilt er sich irgendwie? Welle 14. Autsch, autsch, autsch. Geht alle weg. Geht alle weg. Ach, scheiße. Blubber, blubber, blubber. Das nervt ein bisschen. Oh, Geschwindigkeitssteigerung. Das ist natürlich nett. Bisschen mehr ärgern. Renne, renne, renne. Du brauchst dich gar nicht ankommen, so rum das zu machen. Die machen Schaden, das ist pervers. Oh, ein Level aufgestiegen. Ich glaube, so langsam kommen wir nicht mehr weiter. Hilfe! Help! I need somebody. Gottes Willen.
Wow, scheiße. Ah, fuck. Boah, Alter, wie viel Schaden die jetzt machen. Ekelhaft. Geht weg, ihr Schweine. Was geht eigentlich noch? Heilung, Geld. Das geht. Ich brauche jetzt nur. Jetzt habe ich natürlich das Problem, jetzt kann ich mich darauf verlassen, dass die ihre Bomben legen und sich selbst töten. Ich muss also auf mein Statikfeld hoffen. Ausweichen wäre vielleicht auch eine gute Möglichkeit, ne? Welle 17. Oh je. Oh je. Oh je. Geht alle weg. Geht alle weg. Wow, das war knapp. Ach, die platzen, wenn sie mich denken, wenn sie zu nah dran sind. Okay, das müssen wir mal ausnutzen. Autsch. Gott sei Dank habe ich diesen Verteidigungs-Echo genommen. Das war echt eine gute Idee. Ich habe gar keinen Schaden mehr bei denen. Weg, 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 weg. Au. Wolltest du da hinspringen? Habe ich nicht erzählt, nicht erlaubt. Heilung, 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 Heilung. Komm mal, Schattigfeld. Komm mal, Schattigfeld. Yes. Yes! Sieht doch gut aus! Komm, die 20 schaffen wir auch noch. Ich hätte zwar kein. Oh, wo hab ich so Strahl gekriegt? Und warum bin ich vergiftet? Bis. Heilung. Wer hab ich denn jetzt vergiftet? Was ist das komische Krabbelfiech oder was? Wer ist da aus, Mensch? Ey, ohne Statikfeld hätte ich keine Chance. Jetzt ist schon gut angeschlagen. Du weg. Bisschen Abstand schaffen und ich den ganz gerne wegmachen. Sieht auch gut aus. Yeah! Level 19. Ach, es kommt die Bombi-Dingsies wieder. Das ist ja genau das, was wir brauchen. Das heißt, wieder durch die Gegend laufen. Je mehr sie legen, desto besser, hätte ich beinahe gesagt. Das ist aber gar nicht so. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie einen Weg finde, die so, dass es so blöd zu legen, dass sie sich gegenseitig immer schön schädigen. Ja, der war gut, der war schön. Der war auch schön. Boah, hier liegen die natürlich massiv welche hin, ne?
Au! Die Welle muss ich noch schaffen. Ja, die können so viel Schaden ab, das ist echt ekelhaft. Das ist an, ey. Die kriegen da alle 127er Hits reingedonnert. Das merken die gar nicht mal. Sieht schon gut aus. Juhu, Level 20, Welle 20, aber jetzt ist das, glaube ich, Ende. Jetzt ist, glaube ich, fehlt mir jetzt ein bisschen. Komm schon, wir gehen natürlich nicht auf. Wir gehen natürlich nicht auf, Jungs, natürlich nicht. 20 Schaden mache ich nur noch. Oh, scheiße. Das dauert ja ewig. Leg mal mehr von den Eiern, die brauche ich. Die machen wenigstens ein bisschen Schaden. Doch gar nicht schlecht aus. Ey, ich schaff die auch noch die Runde. Das ist zwar ziemlich langweiliges Kiten, aber es funktioniert. Ich muss nur aufpassen, dass sie ihren verfickten scheiß Gifthauch da, was das ist, dieses Ankotzen nicht machen. Und machen Nahkampf platt. Juhu! Ja, und Meister der Arena. Yeah! Gott der Arena. 20 von 40. Oh je. Ach, da haben wir auch Schützen dabei. Oh, und hallo, gibt's hier irgendwas umsonst? Au! Scheiße. Müssen wir die Schützen loswerden, sonst habe ich ja gar keine Chance. Ich bin echt froh, dass sie ihre blöden Minen werfen oder was immer das sein soll. Die erleichtern mir gerade die Arbeit ungemein. Hau ab da! Hau ab da! Oh. Ich krieg so viel Schaden, ey. Das ist unglaublich. Aber ich scheine zumindest den blöden Schützen irgendwie getötet zu haben. Immer so noch nicht, ja. Komm, den kriegen wir auch noch. Welle 22. Eieieiei. Mich wundert echt, dass das noch nicht so sich so dermaßen skaliert. Okay, es skaliert doch ganz schön hoch. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg 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 weg. Ja, scheiße, 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 scheiße. Oh, Glück gehabt. Oh, fucking hell, das machen sie aber hier richtig. Null Schaden, was soll das?
Autsch! Au! Okay, jetzt ist Schluss. Okay. Was, wenn jetzt 22? Na, das muss doch mal her. Blubber, blubber. Okay. Was haben wir hier? Oh, das kriegen wir jede Menge. Jetzt haben wir jede Menge Sachen gekriegt hier. Neues Echo. Jetzt haben wir diesen blöden Sound im Hintergrund die ganze Zeit, ne? Den hört ihr auch, oder? Uiuiuiui. Den müssen wir gleich abstellen. Sonst nervt ja total. So, na, wenn das mal keine Arena-Runde war, du, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt haben wir zwar das Dauerblubbern im Hintergrund und das ist ein bisschen nervig, aber wir haben endlich also die Möglichkeit, ein wenig mehr zielsuchende Raketen. Oh, why? Gift, Flächenschaden, Eis, Schadensart Plasma mit Gift. Und das kaufen wir auch gleich, das finde ich interessant. So, mit diesen Dauerblubbern können wir es irgendwie abstellen? Nein. Yeah, wir enden damit einen Bug. Den werde ich sicherlich nachher noch ein bisschen abdämpfen. Bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, Kumpel, das ist jetzt lang genug. Freue mich aufs nächste Mal und wünsche noch einen schönen Tag.